Bundesweit gab es heute einen internationalen Aktionstag gegen Rassismus. Kundgebungen in insgesamt 27 Städten waren geplant, natürlich auch in Berlin. Nach Veranstalterangaben zogen 2500 Menschen gegen, Zitat, gewalttätige, rassistische Rechte und faschistische Bewegungen auf. Ganz so viel hat unser Team nicht gesehen auf ihrem Weg zum Wittenbergplatz. Protest bei Mistwetter, mit Schirmen gegen Regen und Aluhüten gegen wirre rechte Gedanken. Ein Zeichen für Vielfalt und gegen Hass. Die Gründe, heute dabei zu sein, sind ganz individuell. Oft haben sie mit Vorurteilen und Alltagsrassismus zu tun. Den Betroffenen macht das Angst. Ich bin deutsch, ich bin konvertiert, aber man sieht mich halt nur als Frau mit Kopftuch und das finde ich sehr schade. Also es ist einfach nur ein Stück Stoff und es hat gar nichts zu heißen. Also ich komme ursprünglich aus dem Osten und ich bin da absolut nicht mehr willkommen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Man sieht mir an, ich habe Migrationshintergrund und ich habe tatsächlich auch immer wieder die Angst, dass eben einfach, ja, die Masse zu groß wird von den Leuten, die nicht nachfragen, woher ich komme, sondern einfach mal jemand drauf geht. Angst vor Schlägen, körperlicher Gewalt und davor, dass Deutschland noch einmal eine rechtsnationale Regierung erleben könnte. Diese Sorgen verbinden die Teilnehmer, egal in welchem Alter. Wir wollen mit unserer Erfahrung auch aus unserem langen Leben dazu beitragen, dass sich die Geschichte an manchen Punkten bitte nicht noch mal wiederholt. Wir haben jetzt ja 10-15% AfD, um zu zeigen, dass die halt eigentlich eine Minderheit sind. Dass halt die Mehrheit eigentlich dagegen, die Mehrheit möchte halt, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind, so eine offene Gesellschaft sind. Diese Vielfalt haben die Teilnehmer heute in die Stadt getragen. Unbeirrt und egal bei welchem Wetter.